Eine Auffahrt hat der Veteranenturnverband Luzernob und Nidwalden zur 71. Landsgemeinde nach Lebiken eingeladen. Ein stolzes Aufgebot von 270 Turnern, darunter 30 Frauen, haben der Einladung Folge geleistet. Unter den Ehrengästen höchste Turner der Erwin Grossenbacher von Neuenkirch, Zentralpräsident des Eidgenössischen Turnverband, der höchste Luzerner, der Präsident des Kantonsrates, Franz Wüst von Ettiswil, der höchste Turner der Innerschweiz, der neue Präsident des Turnverband Luzern-Ob und Nidwalden, der André Weiss von Büren. Er hat hier seine Antrittsrede gehalten. Der Turnverband hat einen neuen Präsidenten. Was ist das für einen? Relativ viele Leute hier werden mich nicht persönlich kennen, darum erlaube ich mir, dass ich mich ganz kurz vorstelle. Und unter anderem der höchste Nebiker, der Gemeindepräsident Kurt Komschek. Geleitet hat die Versammlung der Karl Schuppert von Ettiswil. Auf der Traktandenliste gestanden sind unter anderem Ehrungen und Referat von höchster Stelle. Nicht auf der Traktandenliste, aber nicht weniger wichtig, Pflege von Kameradschaft bei gemütlichem Zusammensein, Essen und Trinken in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle zu Nebiken. Anlass vom Tagungsort, das 100-jährige Bestehen vom STV Nebiken. Karl Schubert, Obmann vom Veteranenturnverband Luzern, Ob und Nidwalden, heute Tagung Landsgemeinde in Nebiken. Was hat das für einen Zweck? Also, wenn man das kann vergleichen wie mit der Delegiertenversammlung oder Generalversammlung, wo man den Verband und der Verband hat jetzt einfach seine Ziele sind eine Landsgemeinde. Sein Ziel sind ein Obmann und kein Präsident und ein Sekumeister, kein Kassier, Schreiber. Und so weiter. Das sind einfach die Traditionen, die man früher von der Turnerei einmal hatte, hat man übernommen. Und die weiterführen in diesem Veteranenturnverband. Wir sehen einen ausführlichen Beitrag auf Telenav, Telezentralschweiz. Kurz zum Ablauf. Wie läuft so eine Landsgemeinde ab? Ja, so eine Landsgemeinde sind die üblichen Traktanden, wie gesagt, wie man sie auch hat an den Delegiertenversammlungen oder an den Generalversammlungen. Man tut Rechenschaft ablegen, was eigentlich besonders ist, dass man Vergabungen macht und dass man Ehrungen macht. Oder wir haben doch in dem rund 900 Mitglieder zählenden Verband hat sehr viele Leute, die 80 und älter sind, die ihr Leben in der Turnerei, ihr Leben in der Turnerei beschrieben haben. Und die tut man dann auch speziell ehren auch an dieser Landsgemeinde. Das ist eine Tradition. Das ist so ein bisschen der Höhepunkt, da kommen die Veteranen kommen führen. Wie lange sind die ungefähr dabei im Turnverband? Ja, also das sind jetzt die, die heute 80 und mehr Jahre alt sind, die tun wir speziell lehren. Aber wenn jetzt zum Beispiel so einer mit 5-6 Jahren in die Jugendreigen ist, kann das sein, dass er 70, 80, 85 Jahre turnt hat, oder in einem Turnverein war bisher, oder? Und das sind nicht Leute, die einfach kurzum dabei sind, sondern das sind wirklich altverdiente Leute, die Chargen in ihren Vereinen hatten, die Präsidenten sind, im Vorstand sind, Oberturner sind und so weiter. Und das ist auch eine Art des Klassentreffen wieder, so eine Landsgemeinde. Also die chargierten Leute von den Turnvereinen, die früher die haben zusammen Turnfest bestritten, die kommen wieder alle Jahre zusammen an unserer Tagung, sehen einander wieder. Und das ist eigentlich ein Sinn und Zweck und nicht eine grosse administrative Abhandlung, sondern es soll locker gehen bei uns und Kameradschaft steht effektiv im Vordergrund und das wir auch an den Leuten danken, die früher einmal den Turnsport hochgehalten haben. Und der Anlass ist verbunden, es hat auch hochrangige Persönlichkeiten aus der Politik gehabt, der höchste Luzerner, quasi euer Nachbar, oder? Ja, das ist so. Wir laden immer Reste von der Regierung bis immer in dem Amt, wo die Veranstaltung stattfindet, werden natürlich Kantonsräte eingeladen. Und es wird die Regierung eingeladen, der Kantonsratspräsident und der Präsident, die sind alle Jahre anwesend bei uns. Aber auch der Präsident vom Schweizerischen Turnverband oder vom Kantonalturnverband oder von diesen sportlichen Verbänden, die sind natürlich bei uns dabei. Ja. Der
Karl Schuppert hat es gesagt, unter den ihren Gästen höchste Turner der Schweiz, der Erwin Grossenbacher von Neuenkirch, früher Reiden. Seit dem 1. Januar 2014 ist er Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverband mit rund 365'000 Mitgliedern. Ein grosses Ehre für die Veteranen heute von Ebiken. Der Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbands, Erwin Grossenbacher, ist auch da. Was ist genau die Funktion heute? Also heute bin ich ganz einfach Ehrengast hier. Also dank dem Amt werde ich meistens eingeladen an so Versammlungen. Bundesrat, da hat es 7 Leute, wo der Bundespräsident Vorsteher ist. Wie viele Leute hat es bei euch im Verband? Ja, das ist genau gleich. Wir sind auch 7 im Zentralvorstand. Also, aber natürlich nicht ganz so wichtig, wie das jetzt, wenn man Bundesrat ist. Und Mitglieder? Wir haben 365'000 Mitglieder. 365'000, eine ganz stattliche Zahl. Was macht ihr alles? Wie sind ihr aufgestellt? Also wir sind vom Breitensport über den Spitzensport vertreten, vom Alter her, vom Mucki bis zum Seniorenturnen. Wir machen eigentlich alles, A bis Z. Heuer, was steht heuer besonders an? Also heuer ist sicher der grosse Höhepunkt, das ist Gymnastrada, wo wir mit 4'000 Turnerinnen und Turner auf Helsinki gehen. Gymnastrada ist das Weltturnfest, da hat es etwa 22'000 Mitglieder, also Mitteilnehmende, die von der ganzen Welt kommen. Der Turnsport national gesehen, wie ist das bei euch? Habt ihr genug Mitglieder? Flacht das auch ein bisschen ab oder im Zug von der Individualisierung? Ja, es ist ganz ein leichter Rückgang. Wir konnten jetzt bremsen von der Jugend her. Also bei der Jugend haben wir einen schönen Zuwachs gehabt. Bei den Aktiven haben wir auch ganz einen kleinen Zuwachs gehabt. Und wo wir ein bisschen verlieren, ist bei den älteren Semestern. Das heisst, dass wir die Solidarität nicht mehr ganz so spielt. Das ist das, was ich schade finde eigentlich. Auf was freut man sich das Jahr besonders? Also wir haben heuer nebst der Gymnastrada und selbstverständlich wieder den Swiss Cup, wo wir uns darauf freuen. Wir haben das nächste Jahr vor allem den Gym Motion, das ist die ehemalige STV Gala. Und wo wir ganz grosse Arbeit haben jetzt, ist die Europameisterschaften in Bern, wo nächstes Jahr im Mai, Juni stattfindet, wo uns da sehr beschäftigen. Wir wünschen viel Erfolg. Danke vielmals. Danke. Die ausführliche Reportage von der Veteranen-Landsgemeinde der Turner in Ebiken seht ihr in einer Sondersendung. Angekündigt wird sie dann aus Hinweis auf den Programmtafeln. Unter anderem ins Bild gebracht werden hier alle Veteranen über 80 Jahre, die besonders geehrt worden sind. Also reinschauen und nicht verpassen. Die erste Frage unter Traktanten Verschiedenes ist, haben wir Anregungen, Reklamationen?